Lisa, Sprintetappe am Rande der Vogesen. Eigentlich lief alles auf diesen Massensprint hinaus. Ich meine, kam es auch dazu, aber dann hat es einen riesen Crash gegeben. Ich glaube, 4 von euch waren drin. Wie hast du es mitbekommen? Ja, ehrlich gesagt hat es erstmal bestimmt 10 Minuten gedauert, bis ich rausbekommen habe, dass so viele von mir gestürzt sind. Eine andere Fahrerin hat mir gesagt, dass jemand gestürzt ist. Und dann habe ich eine von uns, die Laura, die hat vorne gerade gearbeitet. Dann habe ich ihr gesagt, sie soll aufhören mit Arbeiten, weil ich glaube, die anderen sind alle gar nicht da. Also ehrlich gesagt haben wir es gar nicht erstmal richtig mitbekommen. Am Ende ist Konfa ganz als Erste im Sprint vorne. Ist nicht ideal gelaufen, weil Elisa Longoborghini falsch abgebogen ist. Wie hast du das am Ende erlebt? Ja, es war eine totale Hektik. Also ich bin auch wirklich dann nur noch mal ganz kurz nach vorne gekommen. So 3 Kilometer vor Schluss wurde dann sofort wieder durchgereicht. Es war ein Riesenchaos links, rechts. Also alles ziemlich eng und nervös und hektisch. Und ja, ich denke, dass... Schade für MG, weil sie hat wirklich eine richtig gute Ausgangsposition gehabt, aber ja, auch eine tolle Platzierung. Es war die längste Etappe jemals im Frauenradsport, zumindest im modernen Frauenradsport. Wie war das, so eine lange Etappe zu fahren, oder hat sich das gar nicht ausgewirkt? Ja, doch, aber also so Hälfte des Radrenns dachte ich so, oh, jetzt sind wir bei der Hälfte. Puh, das wird noch ein ganz schön langer Tag, aber ja, letztendlich ging es dann doch irgendwie relativ schnell vorbei und dann natürlich mit der Hektik, dann mit dem Sturz, bis dann wieder alle da waren. Da habe ich dann kurz mal 20 Kilometer irgendwie alles vergessen. Und ja, im Endeffekt war es eine super lange Etappe, aber irgendwie ging es dann doch wieder schnell vorbei. Mein letztes noch zu dir selbst. Hast dich ein bisschen schwer getan an den Hügeln zum Anfang der Woche. Wie geht's dir? Ja, also vollkommen richtig. Ich habe mir echt ein bisschen schwerer getan die Woche, als ich es erhofft habe. Habe jetzt auch gemerkt, wenn ich hier was werden will, dann geht es nur noch über eine Spitzengruppe, dass ich halt mit den ganz Top-Leuten einfach nicht mitfahren kann. Eigentlich geht es mir gut und ich werde es auch weiterhin versuchen und hoffe nach wie vor, dass nochmal ein Tag dabei ist mit einer großen Chance. Die wäre höchstens dann morgen wahrscheinlich, oder? Klar, also das ist mir schon auch klar, aber ich meinte jetzt auch mehr mit einer Ausreißergruppe, dass sie auch nochmal eine Gruppe gehen lassen und dass sie da vielleicht nochmal dabei sein kann. Das wäre für mich auf jeden Fall jetzt nochmal so ein, wenigstens nochmal ein kleines Ziel. Danke dir, viel Glück.